Willkommen zum Screencast, die Veresterung. Und die Veresterung merkt man sich am besten mit einem kleinen Satz, wie die Reaktion eben abläuft. Carbonsäure und Alkohol reagiert zu Carbonsäure, Ester und Wasser. Wir sprechen bei organischen Verbindungen von einfach Estern und lassen die Carbonsäure gerne weg. Also Alkohol und Carbonsäure reagieren zu Ester und Wasser. Ein schnelles kleines Beispiel, nehmen wir mal die typische Essigsäure, Ethansäure oder Essigsäure und lassen es mit einem kleinen Molekül namens Methanol reagieren. Also wir haben hier ein C-Atom und hier zwei C-Atome. Nun ist es so, dass das Kohlenstoffatom der Carboxygruppe hier positiv polarisiert ist. Wir haben ja hier Substituenten, die die Elektronen gerne zu sich ziehen. Und der Sauerstoff hier negativ polarisiert ist und hier auch freie Elektronenpaare hat. Einfach gesprochen können wir dann sagen, dieses Elektronenpaar kann hier angreifen und diese Bindung dann aufrichten. Den genauen Mechanismus werden wir aber nicht lernen, sondern wir lernen nur, dass hier noch Wasser abgespalten wird. Also die Hydroxygruppe und das Wasserstoffatom verschwinden und den Mechanismus brauchen wir nicht. Dann reagiert es folgendermaßen zu einem Estermolekül, der dann so ausschaut und natürlich nicht vergessen das Wassermolekül, das abgespalten wird. Wenn ein Wassermolekül abgespalten wird, sprechen wir auch von einer Kondensationsreaktion. Ich möchte jetzt das hier an der Gruppe noch zeigen. Hier sind die zwei C-Atome der Säure und hier das eine C-Atom vom Alkohol. Das heißt, wenn man die funktionelle Gruppe vor sich sieht, weiß man, dass diese Seite mit der Carbonylgruppe von der Säure stammt und diese Seite mit dem Sauerstoffatom als Ethergruppe vom Alkohol. Sollte man sich merken, damit man das hinbekommt. Und für die Kennzeichnung dieses Freielektronenpaar kann man hier wiederfinden und das Elektronenpaar zur Bindung von Wasserstoff kann man dann hier wiederfinden. Der Mechanismus ist wie gesagt nicht zu lernen, nur das Produkt als Ester. Wie benennen wir ihn? Wir benennen ihn auf mehrere Arten. Wir machen zwei Stück. Essigsäure-Methylester, also Essigsäure-Methanol bekommt die Form Methyl, Essigsäure-Methyl und dann haben wir hier die funktionelle Gruppe Ester. Es geht aber auch andersrum, dass man erst den Alkohol benennt, dann heißt es Methylethanoat ohne Ester. Das Ethanoat steht für den Ester. Im Unterricht werden wir diese beiden Benennungsformen lernen. Was immer wieder falsch läuft, deswegen mache ich es jetzt hierhin, ist die Unterscheidung der funktionellen Gruppen. Wir haben schon mehrere funktionelle Gruppen kennengelernt, nämlich jetzt die Estergruppe, also eine Carbonylgruppe, verbunden mit einer Ethergruppe. Hier ist dann meinetwegen ein Kohlenstoffatom. Diese Estergruppe wird immer wieder verwechselt mit Halbacetalen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber deswegen erwähne ich es mal hier. Halbacetal hat hier an dem Kohlenstoffatom eine Hydroxygruppe und dann auch eine Ethergruppe. So wie hier. Vielleicht liegt es daran, dass man dann eben die Halbacetale mit den Estern verwechselt. Zur Erinnerung, ein Halbacetal entsteht aus einer Carbonylgruppe, ein Aldehyd, mit einem Alkohol. Und dann wird es noch weiter verwechselt mit dem Vollacetal oder dem Acetal. Da haben wir dann zwei Ethergruppen, C, O und dann hier C oder R, C, O und hier das andere Rest R. Hier wurden zwei Alkoholgruppen sozusagen an den Aldehyden reagiert. Wir haben hier keine Reaktionsmechanismen bei uns im Lehrplan, deswegen soll es nur einfach dastehen, dass das das Vollacetal ist. Bitte nicht verwechseln mit der Estergruppe. Macht immer wieder Probleme. Bitte ganz klar auseinanderhalten. Ja, nun, ganz schnell, wo kommen die Ester vor? Das möchte ich in diesem Screencast doch erwähnt lassen, weil ich möchte dann eine kleine Aufgabe machen. Ich blende es jetzt sehr schnell ein. Sie kommen nämlich im Alltag sehr häufig vor, nämlich in Fetten und Ölen. Also Öle sind
flüssige Fette sozusagen, wie Olivenöl oder sowas. Geruchsstoffe sind eigentlich ganz, ganz viele Ester, wie, was weiß ich, Ananas, Erdbeer und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Gemisch an vielen Ester. Wachse, also das Bienenwachs ist ein Ester und auch das Medikament Acetylsalicylsäure, kurz ASS oder in Bayer Produkt Aspirin. Das möchte ich jetzt tatsächlich zeigen, wie hier ein Ester entsteht. Wir gehen von der Salicylsäure aus, die muss man nicht kennen. Schaut so aus, hat eine Hydroxygruppe und eine Carboxygruppe. Hydroxygruppe, Carboxygruppe und hier einen Sechsring. Und zwar mal mit Doppelbindungen darin. Werde ich noch am Ende etwas dazu sagen. Und wir verestern es mit der Essigsäure, die so ausschaut. Wenn ich diese Aufgabe stelle und sage, bitte bilde den Ester aus Salicylsäure und Essigsäure, hat man natürlich zwei funktionelle Gruppen zur Auswahl, mit denen reagiert werden kann. Ganz klar ist es aber, dass wir einen Alkohol brauchen. Säure und Alkohol reagieren zu einem Ester. Also kann hier der Angriff erfolgen und auch hier das Wasser abgespalten werden. Und jetzt vielleicht selber probieren, das Produkt hinzuzeichnen. Es ist nämlich scheinbar einfach, die Estergruppe zu zeichnen, macht aber auch immer wieder Schwierigkeiten. Ich bringe die Lösung. Die Lösung ist natürlich Acetylsalicylsäure, ASS und Wasser. Also machen wir hier den Sechsring und dann die Estergruppe. Die Carboxygruppe hier unten bleibt natürlich bestehen. Die hat nicht reagiert. Die Carboxygruppe bleibt. Hier ist der Ester, der Sauerstoff vom Alkohol und hier die Carbonylgruppe von der Säure und hier die zwei C-Atome ursprünglich von der Essigsäure. Wasser dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und das ist dann sozusagen ein weltweit sehr häufig verwendetes Medikament gegen Kopfschmerzen oder Schmerzen generell. Wirkt auch blutverdünnend, aber möchte ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Das hier ist ein Aromat, den wir in der jetzigen Jahrgangsstufe noch nicht brauchen. Das heißt, mit diesen Doppelbindungen hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Auch, dass es eine zyklische Verbindung, also eine Ringverbindung ist, soll hier nur am Rand erwähnt werden, hat aber keine Rolle für die Veresterung bei dieser Reaktion. Wir werden viele Beispiele machen. Jetzt viel Spaß beim Lernen.